Tag allerseits. Wir werden ja doch relativ häufig gefragt, wie kommt so ein Tuning-File aufs Motorsteuergerät, wenn es nicht über OBD, also über Diagnose geht. Das wollen wir heute mal stellvertretend an einem Civic Type A zeigen. Die gehen eigentlich auch größtenteils über Diagnose. Wir haben hier allerdings ein Sportline, ein flammneues Auto von 2021, wo das nicht der Fall war. Deshalb kann er uns als Modell dienen. Früher war es ja so, dass man das Steuergerät ausbauen, öffnen musste, E-Prompts oder Flash-E-Prompts auslöten oder teilweise über den BDM-Port und noch irgendwelche Bootpins anlöten, wie auch immer. Das ist heute größtenteils nicht mehr vonnöten. Das heißt, man kann über eine Steckverbindung oder auch über das Anpinnen von einzelnen Kabeln gehen und so das Steuergerät lesen oder schreiben. Wir müssen natürlich erstmal gucken, wo sitzt hier das Steuergerät? In der Nähe von der Batterie im Steuergerätekasten. Wir entfernen einfach nur den oberen Deckel, der ist mit so vier Wippen verrastet, nach Möglichkeit nichts abbrechen. Dann können wir auch schon die Stecker entfernen. Das sollten wir zumindest, was die kleinere Kammer angeht, besser mit beiden Händen machen, weil das ist doch ziemlich fragil und wir wollen ja hier nichts verbiegen oder abbrechen. Da kann man noch hinten ein bisschen an dem Auszug mitziehen, damit es etwas besser rausgeht und halt auch darauf achten, dass man keine Pins verbiegt. Die neuen Steuergeräte sind oft relativ fragil, was das angeht. Sollte man darauf achten, um sich irgendwelchen Ärger zu ersparen. Wir lassen das Steuergerät in diesem Falle im Fahrzeug verbaut. So, dann gucken wir uns mal an, welche Pins wir hier benötigen. Wir haben hier die Übersicht. Für die kleine Kammer haben wir einen fertig konfektionierten Stecker. Das heißt, wir müssen hier nur zwei weitere Pins verbinden. Dann können wir uns auch schon die fertige Verkabelung angucken. Wir haben jetzt hier natürlich noch unser Flash-Tool, das ist mit dem Notebook verbunden und auch mit einem Netzteil, das das Steuergerät mit Strom versorgt. Dann können wir schon an den Rechner. Wir müssen hier natürlich die richtige Variante und das richtige Steuergerät auswählen. Und dann zeige ich heute mal die große Hafenrundfahrt mit ID, Lesen und Schreiben. Normalerweise würde ich an der Stelle jetzt nur schreiben. Wenn die ID abgeschlossen ist, wird er uns gleich auffordern, den Datensatz, den wir draufschreiben wollen, rauszusuchen. Das machen wir dann natürlich auf unserer Datenbank, was wir da halt so haben oder brauchen. Sobald wir Schreiben auslösen, müssen wir auch den Datenstand auswählen. Dann kann es auch schon losgehen. Mittlerweile ist es aus meiner Sicht leider so, dass diese ganzen Tools ja irgendwie so Abo-Lösungen sind, wo man immer eine Serververbindung braucht, weil die Checksumme online erstellt wird. Fand ich früher eigentlich schöner. Aber okay, ist es halt so, was wollen wir meckern? Er fragt uns hier jetzt nochmal, ob wir nicht ein Backup vom Originaldatenstand machen wollen. Würde ich jetzt an der Stelle nicht machen, aber ich zeige es mal, dass man gesehen hat, wie lange in etwa das Lesen und dann später auch das Schreiben von dem Steuergerät dauert. Ich habe übrigens das Lesen und das Schreiben selber um Faktor 10 verkürzt, weil wir müssen ja hier nicht langweilig die Zeit absitzen, um zu gucken, was passiert. Das langt ja auch, wenn wir das im Zeitraffer sehen. Er fragt uns dann übrigens auch nochmal, wenn er gelesen hat, ob wir mit dem Toolhersteller den Datensatz teilen wollen. Da habe ich jetzt an der Stelle mal Nein gesagt, kann man natürlich aber machen. Wenn man was zur Verfügung stellt, ist auch die Möglichkeit gegeben, dass da relativ schnell eine OBD-Lösung für das Fahrzeug kommt. So, jetzt sind wir auch schon im Bereich des Schreibens. Wie wir sehen, wird zuerst die Checksumme draufgejuckelt und dann wird das Steuergerät geschrieben. Der ganze Vorgang des Schreibens dauert so um die 5 Minuten. Das ist natürlich auch von Steuergerät zu Steuergerät unterschiedlich. Das kann auch mal eine halbe Stunde oder sowas dauern, also je nachdem. Gut, dann können wir unser Tuningkabel schon wieder entfernen und das Fahrzeug wieder in seinen Originalzustand zurückversetzen. Wir sollten hier unbedingt darauf achten, dass die Stecker sicher verrasten, dass wir nichts verbiegen oder abbrechen, dass die Pins gerade sind und dass auch diese Dichtlippen wieder irgendwie richtig sitzen, damit das alles mehr oder minder vor Wasser geschützt ist. Und dann können wir den Deckel wieder aufrasten, sind an der Stelle fertig. Wenn wir jetzt noch das Glück haben, dass das Fahrzeug anspringt, dann haben wir zumindest, was das Thema Steuergerät Schreiben angeht, mal alles richtig gemacht.
Ja, ich glaube, hier ist keine große Spannung gegeben. Wir können hören und sehen. Ja, er springt an. Gut, nachdem ihr euch mit mir hier durch das Lesen und Schreiben gequält habt, will ich euch natürlich auch noch kurz zeigen, was rausgekommen ist. Wir haben jetzt hier 394 PS und 518 Newtonmeter. Das ist eine Differenz bereinigt auf die tatsächliche Serienleistung des Fahrzeuges, die hier ein bisschen höher war als angegeben. 68 mehr PS und 96 Newtonmeter mehr Drehmoment. Das macht sich schon richtig deutlich bemerkbar. Die Kiste geht schon richtig gut und das ist ein totales Fun-Auto. Also ich kann es nur empfehlen. Wir haben ja zwei von den Civics am Start. Wir haben ja auch noch den Nürburgring GT. Das heißt, das wird noch das ein oder andere an Content kommen in nächster Zeit, weil wir ja auch noch mal so ein bisschen das Thema Zeiten und Unterschiede zwischen GT und Sportline und so weiter aufgreifen werden. Also ja, da kommt noch einiges. Lasst euch mal überraschen. Für heute sind wir durch. Dann sage ich wie immer, Wiederhören und rechts wird Gas gegeben. Thank you.